Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Nach einem zunächst konstruktiven, intensiven Prozess in der Verfassungskommission mit Sachverständigen auf höchstem fachlichen Niveau bleibt nun lediglich ein ernüchterndes Fazit zu ziehen. Viel mehr wäre drin gewesen, viel mehr. Und das, was wir hier eben gehört haben, insbesondere von Herrn Wolf und Herrn Liedenkemper, ist einfach unredlich, wie Sie beispielsweise Ihre Position gegenüber vielen Gruppen der Zivilgesellschaft im Bereich der Demokratie, im Bereich der kommunalen Familie darstellen. Das entspricht einfach nicht dem, wie Sie es in der Verfassungskommission gemacht haben. Und der Punkt, das wissen Sie alle, der mich besonders ärgert, richtig ärgert, ist die verpasste Chance, das Wahlalter von 18 auf 16 Jahre zu senken. Auch 16- und 17-Jährige sollen bei Landtagswahlen das aktive Wahlrecht erhalten. Und ich sage Ihnen noch eben einmal, warum. Die FDP sollte lieber zuhören, denn mehr Beteiligung an demokratischen Prozessen ist schon ein Wert an sich. Und Wahlen sind die originärste Form der Beteiligung. Alle Äußerungen, ich bin froh, dass Walter Kern da sitzt, alle Äußerungen von CDU und FDP im Bereich der Jugendpolitik zur Stärkung der Partizipation führen Sie hier gerade völlig ad absurdum. Jugendliche sind in der Lage, zu vergleichen, abzuwägen und eine Entscheidung zu treffen. Früheres Wählen wirkt sich deutlich auf die Wahlbeteiligung aus. Es stärkt die Wahlbeteiligung nachhaltig in der Zukunft. Die Bertelsmann-Studie hat es gezeigt. Das muss doch in Ihrer aller Interesse sein. Jugendliche übernehmen viel früher Verantwortung für sich und andere. Und deshalb sollen sie auch den Landtag wählen dürfen. Die Interessen Jugendlicher gelangen eher in den Blick der Landespolitik von Parteien und Fraktionen, wenn sie eben auch hier Rechte haben. Und wenn Erstwählerinnen und Erstwähler den Landtag zwischen 16 und 21 Jahren wählen, statt wie bisher zwischen 18 und 23 Jahren, werden sie von Bildungsangeboten, von Schule und Jugendarbeit begleitend besser erreicht. Jede Altersgrenze, Herr Liedenkemper, ist gegriffen. Die Strafmündigkeit mit 14, Alkoholtrinken ab 16, begleitetes Fahren ab 17, die uneingeschränkte Religionsmündigkeit mit 14. Und hier, dieses Parlament, sollen Menschen erst ab 18 wählen dürfen. Es ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Bei Kommunalwahlen hat sich das Wahlalter 16 bewährt. Der demografische Wandel ist da. Jugendliche sind unterrepräsentiert. Alle Argumente waren ausgetauscht. Es gibt kein einziges Argument dagegen. Und deshalb ist es wirklich eine Misstrauensbekundung gegenüber den Jugendlichen, dass sie ihnen dieses Recht verwehren möchten. Die Redezeit. Und deshalb muss ich zum Schluss kommen. Selbstverständlich bin ich froh, dass die Richterinnen und Richter des Landesverfassungsgerichtshofs jetzt von diesem Parlament gewählt werden, denn von wem sonst? Von einem frei und demokratisch vom Volk gewählten Parlament. Die erste Staatsgewalt sollte das tun, niemand anderes. Das stärkt Gewicht und Würde des Gerichts. Und alles, was wir Grünen jetzt nicht erreicht haben in diesem Schritt, werden wir selbstverständlich inhaltlich weiterverfolgen. Und wir sind gespannt, wie dann die Gespräche laufen und wie Sie sich dann verhalten, ob Sie sich wieder so wegducken.